Wir werden jetzt spielen von Astor Piazzolla, Le Grand Tango. Heutzutage hört man natürlich, sind alle großen Solisten spielen gerne Piazzolla. Das war aber einmal überhaupt nicht so. Als er anfing, fanden die Musikerkollegen überhaupt die Argentinier, dass er den argentinischen, traditionellen argentinischen Tango verhunzte. Versuchte sich also im Genre der klassischen Musik, der traditionell klassischen Musik, hat also ein Werk für Cello und Klavier geschrieben. Das wurde aber nicht gut angenommen, auch von dem Solisten schon gar nicht, dem es gewidmet war, ein berühmter Solist, der sagte, ja, danke schön und so, er wollte das gar nicht spielen, meinte, das wäre keine gute Musik und so, das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Später dieser selbe Solist, als dann alle das Werk spielten, hat er natürlich das auch gespielt und aufgenommen sogar. Aber damals war das ganz anders. Ich erinnere mich, dass ich in den frühen 80er Jahren noch dann in Deutschland war schon und da schrieb mir ein Freund und sagte, Piazzolla kommt nach Deutschland, wir müssen unbedingt hin. Und ich schreibe zurück, wo? Und stellen Sie sich vor, wo er gespielt hat, also nicht etwa in der Berliner Philharmonie oder in der Kölner Philharmonie oder in der Glocke oder in der Liederhalle in Stuttgart. Nein, er hat gespielt, er trat auf in der Mensa der Uni Tübingen. Müssen Sie sich mal vorstellen. Später wurde er immer berühmt, vor allem nachdem er gestorben war.